Ja, hallo Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Wie ihr sehen könnt, wir sind unterwegs und das Wetter ist, naja, eher suboptimal. Es regnet, aber ja, wir hoffen mal, es klärt bald auf. Wir sind heute wieder für euch am Atlantikwall unterwegs. Diesmal wollen wir uns die Strecke am Atlantikwall anschauen von Dänemark. Und wie ihr schon im Hintergrund sehen könnt, gibt es hier die ersten Objekte, die wir uns anschauen können. Und was es hier noch alles so gibt, das seht ihr in diesem Video. Ja, wo wir uns jetzt hier aktuell befinden, wo wir anfangen mit unserer Erkundung hier am Atlantikwall in Dänemark, ist das Küstfort Bangsbo. Und ja, das ist eine Heeresküstenbatterie gewesen. Da oben ist Melanie drin. Und die haben hier was richtig Cooles ausgestellt. Das ist, ja, ich denke mal von der Küstenmarine ein Schiff, aber höchstwahrscheinlich nicht mehr im Zweiten Weltkrieg hergestelltes Schiff, sondern das kam später, wenn ich das richtig hier gelesen habe. Aber trotz alledem sind die nicht wirklich anders. Früher hatte man hier genau solche Küstenschiffe, Küstenverteidigungsschiffe eingesetzt, ja, auch Torpedoboote und sowas, die praktisch hier hinten an der Küste, da gehen wir ja sowieso gleich an die Bunkerlinie, hergefahren sind, um einfach eine Küstensicherung vorzunehmen. Da oben könnt ihr schon erkennen, hat man hier eine Flak montiert. Wir können auch gleich hier einmal auf das Schiff. Hier oben war eine Flak drauf. Ja, hier ist praktisch die Steuereinheit, wo der Kapitän und die Mannschaft entsprechend das Schiff gesteuert haben. Hier höchstwahrscheinlich wie so eine Art, nee, hier oben ist der Ausguck und hier wird höchstwahrscheinlich auch noch irgendwas drauf montiert gewesen sein. Wir gehen jetzt hier einmal so ein bisschen rum. Hier ist auch noch eine Bezeichnung dran. Ja, das hat man hier mal mit einem Kran abgesetzt. Ich glaube in zwei Teilen war das, wenn ich das richtig gesehen habe. Das müsste da irgendwo durchtrennt gewesen sein. Ist wahrscheinlich da hinter dem ja, wo man das Schiff praktisch gesteuert hat, die Kajüte. Ja, es sind halt nur kleine, also nicht wirklich hochseetaugliche Schiffe, die halt wirklich nur sage ich mal in dem Küstenbereich halt agiert haben, um irgendwelche Schiffe gegebenenfalls abzufangen, zu kontrollieren. Dann gab es auch Schiffe, die vor der Küste dann entsprechend Seeminen und sowas platziert haben. Ich weiß jetzt nicht, ob dieses Schiff auch so eine Aufgabe hatte. So, ich glaube, wir haben Glück und das Wetter bessert sich. Wir gehen mal hier direkt in den Bereich, wo das auf das Kommandodeck, wo das Schiff gesteuert wurde. Ja. Aha, hier hinten ist das irgendwie offen. Ja, und hier waren die einzelnen Instrumente dran. Hier konnte man ja entsprechend die Geschwindigkeit steuern. Das ist jetzt natürlich alles ausgebaut. Das ist wirklich nur noch ja, das Skelett von dem Ganzen, aber trotzdem sehr interessant. Wie viele Besatzungsmitglieder jetzt so ein Schiff hatte, das weiß ich jetzt nicht. So, gehen wir mal hier runter. Das sieht auch fast so aus, als ob hier noch irgendein Geschütz montiert gewesen ist. Ja, und hier ist der Bereich, was ich gesagt habe. Hier ist die Flak aufgesetzt worden. Höchstwahrscheinlich so eine 2 cm Flak. Ich weiß halt auch nicht, ob das ursprünglich auch ein deutsches Schiff gewesen ist oder ob das hier zur dänischen Marine gehörte.
So. Okay. Wir bewegen uns jetzt hier Richtung Küste. Also wir haben hier im hinteren Bereich noch einige Mannschaftsbunker, die man aber jetzt halt nur besichtigen kann, wenn das Museum offen hat. Und wir haben hier noch diverse Kanonen. Das ist auch mal ganz interessant zu sehen. Zentimeter Küstenkanone. Das Ganze ist sogar noch bis zum Kalten Krieg, also bis in die 60er Jahre aktiv gewesen und wurde weiter betrieben. Und ursprünglich war es halt eine Heeresküstenbatterie. Hier hinten ist sogar noch ein aktives Militärgelände. Und das sollte halt diese Hafeneinfahrt hier entsprechend schützen. Also wir werden unterschiedliche Kanonentypen sehen und hier gibt es auch wieder größere 15 cm Kanonen, die damals auch auf Schiffen verbaut gewesen ist. Und die hat man hier in die Bunker gesetzt. Ja, das Gelände wird hier halt sehr schön bewirtschaftet. Es gibt trotzdem außerhalb des Museums viele Möglichkeiten, das Ganze noch zu besichtigen. Also wir kommen auf jeden Fall noch in einige Bunker rein. Hier unten sind dann halt immer angeschlossene Munitionsbunker und nach vorn gerichtet sind halt die entsprechenden Bunker mit Kanonen und hier in der Mitte wird höchstwahrscheinlich ein Leitstand sein. Ja, wir haben jetzt hier erstmal so einen Luftschutzunterstand, wo die Soldaten sich hier reinbewegen konnten, wenn jetzt irgendwie ein Fliegerangriff etc. pp. Gewesen ist. Man sieht hier im Prinzip da diese gewölbte Form. Da sind halt so Bleche eingelassen, wie man das aus diesen Luftschutzbunkern kennt, auch aus dem Ersten Weltkrieg. Ja, und hier ist dann halt eben nur eine Bank, wo ein paar Soldaten Platz nehmen konnten. So, also sie könnten 1, 2, 3, 4, 8 Mann vielleicht Platz nehmen. Und dann war ja aber auch Schicht im Schacht. Ja. So, wie ihr sehen könnt, hier oben befindet sich der Leitstand, der scheinbar auch zwei Stockwerke hat. Und wir gehen jetzt gleich zum Bunker, wo eine Kanone verbaut ist, verbunkert ist. Eine 15 cm Kanone von dem Schiff Niels Juels hieß das Ganze. Das heißt also, das ist so wie in der Kalix-Linie damals, dass sie dann auch hier ja, ehemalige Schiffsgeschütze letztendlich mit verbaut haben. Hier kann man jetzt ein bisschen reinschauen von dem Leitstand oder auch genutzt für Fliegerbeobachtung. Da hat man nämlich hier an den Seiten, entweder oben oder unten, auch immer so eine Dokumentation von ja, Flugzeugen, also Draufsicht und so weiter und Seitenansicht, damit man das ausspähen kann und letztendlich weiß, was da für Maschinen am Himmel sind, um gegebenenfalls das Feuer zu eröffnen. Das habe ich auch schon mal gesehen. Ich weiß jetzt nicht, ob dieser Bunker jetzt hier offen ist. Hier sieht man für die Belüftung. Ich weiß nicht, wo es hier reingeht. Boah, hier oben ist auf jeden Fall eine riesige Klappe, die man höchstwahrscheinlich öffnen konnte. Da ist so ein Mechanismus. Vielleicht war hier oben auch noch was drauf. Hier wieder Haken gesetzt für Abtarnung. Ach, hier unten müsste der Eingang sein.
Ja, ich hoffe, heute klappt das auch ein bisschen besser mit dem Sound, weil das jetzt auch einige angemagert haben. Wir sind heute mal auf Funkmikrofon umgesprungen. Gerade hier ist vielleicht auch nicht schlecht aufgrund der Windgeräusche. Und dann hoffe ich mal, dass das hier auch für uns funktioniert. Jo, leider auch zu. Auf jeden Fall hatten wir hier recht. Es ist der Leitstand. 1943 wurde das Ganze hier gebaut. Okay, wir bewegen uns jetzt hier mal zum Objekt bzw. Bunker 32. Theoretisch gesehen müsste der freier Zugang, genau. Melanie kommt auch. Ihr seht mal, wie tief der nämlich hier unten liegt. Und zwar müssten wir jetzt hier, ich mache mal eben die Taschenlampe aktiv. So. Hier müssten wir jetzt zur ersten großen 15 cm Kanone kommen. Hier habt ihr auch noch an der Wand, wenn ihr das so ein bisschen seht, die alten Markierungen von den Bunkern. Okay, dann gehen wir mal hier unten rein. Als erstes begrüßt uns natürlich wieder die massive Stahltür. Und jetzt brauchen wir hier schon gar nicht mehr eine Taschenlampe. Das ist ja praktisch. Kann man die jetzt wieder ausmachen, denn wir haben hier Beleuchtung. Allerdings die blöden Neonröhren, die immer so auf den Fotos bzw. Videos flackern. Wow, genau. Und hier kommen wir praktisch jetzt in den Kampfraum von dem Ganzen. Ja, es kann sein, dass das jetzt auf dem Video ein bisschen flackert. Das ist, hat was mit der Beleuchtung zu tun, die jetzt hier drin ist. So, jetzt habt ihr das hier nämlich mal auf der Kanone auch nochmal direkt aufgedruckt. Neil Jewell hieß wohl dieses Schiff. 15 cm Kanone. Und das Ganze wurde von Bofors, der schwedischen Waffenschmiede, hergestellt. 1922, wenn ich das richtig sehe, könnte aber auch 28 sein. Über 6 Tonnen. Ja, dann habt ihr jetzt praktisch hier den Kampfraum, dieses Kanonenschild, wo zwei Mann gesessen haben, um das Ganze zu bedienen. Ja, und das ist jetzt praktisch diese Verbunkerung, die man ja dann später gemacht hat. Früher waren die Schütze ja in der 360-Grad-Bettung. Aber durch die immer weiter zunehmenden Luftangriffe hat man halt dann angefangen, die Geschütze hier zu verbunkern. Ich weiß jetzt nicht, wie dieser Regelbau heißt. Da gibt es ja unzählige. Das sind im Prinzip standardisierte Bauten, die man hingesetzt hat. Da gab es halt für Mannschaftsbunker, für Munitionsbunker, für MG, Doppel-MG und so weiter und so fort, gab es immer diese Regelbauten. Also ein standardisiertes Konzept, was man verwendet hat, um das Ganze hier entsprechend zu sichern. Aber ihr seht schon, das ist sehr beeindruckend. So, hier gibt es noch an diesem Bunker noch eine kleine Seitenluke, was wir vorhin schon mal im Leitstand gesehen haben. Da konnte man hier hoch und das ist wieder so, ja, dieser Tobruk-Bunker, also wo ein Mann hier oben durchschauen konnte und höchstwahrscheinlich ein MG bedient hat. Also das waren ja nur so diese Ein-Mann-Zellen praktisch, diese Ein-Mann-Bunker, Tobruk-Bunker. Und da wird oben ein pivotiertes MG gewesen sein.
Also praktisch so eine Fliegerleitlafette, um hier, wenn Fliegerangriff gewesen ist, dann entsprechend zu reagieren. So, direkt neben der Batterie hier unten gibt es dann den Mannschaftsbunker. Also da, wo die ganze Geschützmannschaft und so weiter untergebracht gewesen sind. So, schauen wir mal, wie groß der hier ist. Es gibt praktisch von jeder Seite einen Zugang. Ja. Und hier haben wir schon den Schlafraum, den Aufenthaltsraum. Im Prinzip Betten, die an einem Gestell befestigt sind und dann hier auch so hochgeklappt werden konnten, um noch Platz zu schaffen, dass die Soldaten noch ein bisschen mehr Platz haben. Aber ich denke mal, hier werden auch an den Seiten noch Betten gestanden haben, weil die wurden ja immer ganz schön ausgereizt, die Räume, dass man so viel wie möglich unterbekommt. Auch von hier aus rein. Also das wird auch wieder halt mit so Gräben verbunden gewesen sein, damit die Soldaten sich dann hier mit so viel möglichen Schutz durch die Anlage bewegen konnten, gerade wenn eine Bombardierung oder sowas stattgefunden hätte. Hier haben wir auch wieder eine Tubruck. Also auch hier wird wieder ein Soldat Platz genommen haben, um das MG zu bedienen. So, und hier können wir das erkennen. Hier wäre das praktisch in diesen Graben übergegangen. Das ist jetzt nur noch rudimentär zu erkennen. Man sieht auch hier noch ganz schemenhaft die Tarnfarbe, das Camouflage hier so rötlich, grünlich. So, hier haben wir jetzt die nächste Batterie. Also das ist jetzt praktisch so eine Sperrbatterie mit mehreren 15 cm Kanonen. Und das ist im Prinzip jetzt auch nochmal das gleiche Modell. Jetzt gehen wir hier noch mal rein. Ja. Ja, im Prinzip hier das gleiche Geschütz, auch von dem gleichen Schiff, dieses Niels Juel. 15 cm, die hatte dann höchstwahrscheinlich auch mehrere Geschütze drauf gehabt, das Schiff. Und die wurden alle hier verbaut. Hier ist wieder der Munitionsraum dahinter. Aber hier ist es komplett geschlossen. Da kommt man praktisch nur von vorne rein. Ja, in jeder Batterie ist im Prinzip dann so ein großer Mannschaftsbunker angeschlossen. Und jetzt kommen wir hier oben noch zu Bunker mit Flak, so wie es aussieht. Ja, hier ist wieder der Eingang. Also wir haben jetzt drei größere 15 cm Batterien. Oder in einem Verbund, in einem Sperrbatterieverbund.
So, der zweite Zugang. Und hier haben wir jetzt mal eine offene Bettung. Da könnten jetzt durchaus größere Flak drin gestanden haben. So 88er oder 105 mm Flak. Mal schauen. Steht meistens hier auch mit dabei. Ne, hier war auch nochmal eine 15 cm Kanone. Aber halt in einer offenen Bettung. Man erkennt das hier nochmal an der kleinen Skizzierung. Da. Im Prinzip das gleiche Modell. Gehen wir hier oben her. Und da habt ihr den Aufsatz, wo das Geschütz montiert wurde. Aber das hat man dann immer weiter zurückgebaut, das Ganze, oder halt verbunkert. Weil, wie gesagt, die Luftangriffe, das war ein Problem. So, ihr könnt hier sehen, das ist alles durchzogen. Also ihr habt hier ein Riesengebiet, was ihr jetzt hier ablaufen könnt. Mit allen möglichen Geschützen, die man noch erkennen kann. Das kann man hier alles so frei besichtigen. Nur einige Bunker, die sind halt verschlossen. Da muss man über das Museum rein, weil die höchstwahrscheinlich noch entsprechend ausgestattet sind. Und hier kommt der nächste Mannschaftsbunker. So, hier haben wir jetzt eine 3,7 cm Flak hier oben montiert. Die hat man natürlich auch ringsrum um die Anlagen setzen müssen, halt wegen den Fliegerangriffen. Das wird höchstwahrscheinlich auch was vom Bofors sein. Wir können gleich mal da unten auf dieses Schild schauen, weil die kommt mir jetzt nicht so typisch deutsch vor, aber das war ja sowieso viel. Ich glaube, die meisten Geschütze am Atlantikwall waren Beutegeschütze. Belgien, Frankreich, Schweden. Oh, hier weiß ich jetzt nicht genau, was das jetzt hier ist. Hier war scheinbar Elektrik verbaut. Und da unten sind auch noch mehrere solche Wannen irgendwie. Aber kann sein, dass da auch Geschütze drin waren. Ja gut, hier sieht man es ja auch. Hier ist ja nochmal eine Bettung, hier wird nochmal ein großes Geschütz gestanden haben. Aber irgendwie sehr viele nebeneinander. Das ist ungewöhnlich. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier einfach so eine Flak-Batterie praktisch gewesen ist, dass das hier so dicht nebeneinander stehen musste. Da bin ich jetzt gerade überfragt. Hier ist leider auch kein Hinweisschild. Aber wir können jetzt hier nochmal bei der hier reingehen, ob dass da irgendwie zu lesen ist. Also es ist hier wirklich sehr gut aufgemacht. Also nicht irgendwie übertrieben abgesichert. Es sind halt immer nur ein paar vereinzelte Bunker. Da kann auch Verletzungsgefahr und so weiter eine Rolle spielen. Hier ist es verschlossen. Aha, ein Generatorraum ist das hier. Generatorbunker. Okay, der kam erst später hinzu. Das war dann schon zu Zeiten des Kalten Krieges. Da hat man den jetzt hier verwendet, um den Generator unterzubringen für die Anlage. So, und hier ist jetzt für die 3,7 cm Flak. Da machen wir nochmal eben die Lampe an. Upa. So. Sieht man auch noch viel
in der Wandfarbe, aber das kann auch noch aus Zeiten des Kalten Krieges sein. Und hier war auch irgendwie eine Menge verbaut, so wie man das hier sieht. Da sieht man noch die Umrisse von den Installationen. Ja, und dann gibt es hier noch ein paar Nebenräume, immer hier mit so einer Nahverteidigung. Gehen wir nochmal hoch. Ja, so täuscht man sich. Das ist doch ein deutsches Fabrikat, ein Rheinmetall. Hat diese Flak gebaut. 360 Grad Bedingungen, 2000 Meter effektive Kampfreichweite, kann man so sagen, Wirkungsreichweite, und auch könnte sogar noch bis 6,5 Kilometer weit schießen. Also ist diese Kanone doch von einem deutschen Hersteller. Ja, aber vom Umfang her auch ähnlich wie die 40 mm von Bofors. Na, schaut mal, was wir hier noch gefunden haben. Das ist auch mal ein richtig seltenes Relikt. Wir haben hier einen Turm von einem Panzer 1. So klein ist der Turm. Also wenn ihr hier mal meine Hand seht. Das waren die ersten richtigen deutschen Panzer, die von der Wehrmacht eingesetzt wurden. Die hatten ja damals durch Einnahme in Tschechoslowakei auch die Skoda-Panzer zum größten Teil in den ersten Kriegsjahren im Einsatz. Und die ersten richtigen deutschen Panzer waren Panzer 1 und Panzer 2. Und das ist hier nochmal ein Turm davon. Also das ist wirklich sehr interessant. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr. Er hatte auf jeden Fall ein MG 7,92. Und ein kleines Geschütz, da weiß ich jetzt aber gerade nicht aus dem Kopf, welches Kaliber das war. Es gab halt auch die ersten Türme oder parallel die Türme, hatten auch zwei MGs. Es kann sein, dass es bei dem Panzer 1 sogar so war, dass er nur ein Doppel-MMG hatte und gar kein richtiges Geschütz. Das war, glaube ich, erst beim Panzer 2. Da bin ich jetzt gerade nicht mehr ganz so sicher. Aber ja, weil ihr seht es ja, eigentlich hat man ja hier gar nicht richtig Platz in dem Kampfraum für eine richtige Kanone. Also das ist schwer zu bewerkstelligen. Wir werden da auf jeden Fall nochmal ein Foto einblenden. Und dann können wir das nochmal zeigen. So, hier haben wir jetzt auch noch mal einen zweiten Leitstand. Also ihr könnt erkennen, der geht nämlich hier in eine ganz andere Richtung da drüben und war wahrscheinlich für diese Batterien hier unten zuständig. Und der andere, der ist, seht ihr da, der geht eher geradeaus. Also gab es hier sogar mehrere Leitstände, aber hier kommt man leider auch nicht rein. Das ist auch hier versiegelt. Das war wahrscheinlich so ein Tobruk-Ding, ein Tobruk-Bunker. Ja, also ihr könnt hier wirklich Meilen machen bei der Anlage. Das geht praktisch da hinten schon los. Da ist ein zweiter Parkplatz. Hier rum mehrere Stufen, mehrere Etagen bis da hinten hin. Da gibt es schon echt eine Menge zu sehen und vor allen Dingen auch, wie gesagt, dadurch, dass es ja hier bewirtschaftet wird, sehr guten Erhaltungszustand. Keine Verschmutzungen. Ihr kommt in viele Anlagen rein. Und bei Bedarf kann man, wie gesagt, in dieses Museum gehen und kann dann in vereinzelte Bunker, die jetzt halt geschlossen sind. Ich glaube zum Beispiel der Leitstand ist geschlossen.
Und hier ein paar vereinzelte. Da werden dann halt irgendwelche Sachen drin sein oder ihr könnt mit einem Guide eine Führung machen. Und ja, deshalb ist das ein bisschen problematisch dann, dass ihr nicht alles sehen könnt. Aber ihr kommt an alle Kanonen ran, ihr könnt euch alle Kanonen anschauen und so weiter. Also ich denke mal, das Wichtigste kann man so erkunden. Es ist dann halt nur eine nette Geste, wenn man trotzdem, wenn das Museum offen hat, reingeht. Weil diese Leute das ja im Prinzip bewirtschaften und dann halt erhalten. Ja Leute, dann hoffen wir, euch hat dieses Video gefallen von der ersten Anlage hier in Dänemark. Von der ersten Heeresküstenbatterie, die wir hier dokumentiert haben. Wie gesagt, die Anlage ging ja halt noch bis in den Kalten Krieg hinein, wurde die noch weiter genutzt. Und ja, wir sind gespannt, was uns jetzt noch erwartet auf unserer Reise für Standorte. Und wir hoffen, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Macht's gut!